Kapitel 9. Höre, Israel, du wirst heute über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, das Land der Völker einzunehmen, die größer und stärker sind als du. Große Städte, ummauert bis an den Himmel. Ein großes, hochgewachsenes Volk, die Enakiter, die du kennst, von denen du auch hast sagen hören, wer kann wieder die Enakiter bestehen? So sollst du nun heute wissen, dass der Herr dein Gott vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und wird sie demütigen vor dir, und du wirst sie vertreiben und bald vernichten, wie dir der Herr zugesagt hat. Wenn nun der Herr dein Gott sie ausgestoßen hat vor dir her, so sprich nicht in deinem Herzen, der Herr hat mich hereingeführt, dies Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit willen, da doch der Herr diese Völker vertreibt vor dir her um ihres gottlosen Treibens willen. Denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens willen, sondern der Herr dein Gott vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen, damit er das Wort halte, das er geschworen hat, deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. So wisse nun, dass der Herr dein Gott dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land zum Besitz gibt, da du doch ein halsstarriges Volk bist. Denke daran und vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, erzürntest in der Wüste. Von dem Tage an, als du aus Ägyptenland zogst, bis ihr gekommen seid an diesen Ort, seid ihr ungehorsam gewesen dem Herrn. Denn am Horeb erzürnte dir den Herrn so, dass er vor Zorn euch vertilgen wollte, als ich auf den Berg gegangen war, die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch schloss. Und ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg blieb und kein Brot aß und kein Wasser trank. Und mir der Herr die zwei steinernen Tafeln gab, mit dem Finger Gottes beschrieben, und darauf alle Worte, die der Herr mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet hatte, am Tage der Versammlung. Und nach den 40 Tagen und 40 Nächten gab mir der Herr die zwei steinernen Tafeln des Bundes und sprach zu mir, mach dich auf, geh eilends hinab von hier, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat sich versündigt. Sie sind schnell abgewichen von dem Wege, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Bild gemacht. Und der Herr sprach zu mir, ich sehe, dass dies Volk ein halsstarriges Volk ist. Lass ab von mir, damit ich sie vertilge und ihren Namen austilge unter dem Himmel. Aber aus dir will ich ein stärkeres und größeres Volk machen als dieses. Und als ich mich wandte und von dem Berge herabging, der im Feuer brannte, und die zwei Tafeln des Bundes in meinen beiden Händen hatte, da sah ich, und siehe, da hattet ihr euch an dem Herrn, eurem Gott, versündigt und euch ein gegossenes Kalb gemacht und wart schnell von dem Wege abgewichen, den euch der Herr geboten hatte. Da fasste ich beide Tafeln und warf sie aus meinen Händen und zerbrach sie vor euren Augen und fiel nieder vor dem Herrn wie das erste Mal, 40 Tage und 40 Nächte, und aß kein Brot und trank kein Wasser um all eurer Sünde willen, die ihr getan hattet, als ihr solches Unrecht tatet vor dem Herrn, um ihn zu erzürnen. Denn ich fürchtete mich vor dem Zorn und Grimm, mit dem der Herr über euch erzürnt war, so dass er euch vertilgen wollte. Aber der Herr erhörte mich auch diesmal. Auch war der Herr sehr zornig über Aaron, so dass er ihn vertilgen wollte. Aber ich bat auch für Aaron zur selben Zeit. Aber eure Sünde, das Kalb, das ihr gemacht hattet, nahm ich und verbrannte es mit Feuer und zerschlug es und zermalmte es, bis es Staub ward, und warf den Staub in den Bach, der vom Berge fließt. So erzürntet ihr den Herrn auch in Tabera und in Massa und bei den Lustgräbern. Und als er euch aus Kadesh Barnea sandte und sprach, geht hinauf und nehmt das Land ein, das ich euch gegeben habe, da wart ihr ungehorsam dem Mund des Herrn eures Gottes und glaubtet nicht an ihn und gehorchtet seiner Stimme nicht. So seid ihr dem Herrn ungehorsam gewesen, solange ich euch gekannt habe. Ich aber fiel nieder und lag vor dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte, denn der Herr sprach, er wolle euch vertilgen. Und ich bat den Herrn und sprach, Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, dass du durch deine große Kraft erlöst und mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hast.
Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob. Sieh nicht an die Halsstarrigkeit und das gottlose Treiben und die Sünde dieses Volks, damit das Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sage, der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen zugesagt hatte, und hat sie darum herausgeführt, weil er ihnen Gram war, um sie zu töten in der Wüste. Denn sie sind dein Volk und dein Erbe, das du mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgereckten Arm herausgeführt hast.